Dave ist der Größte. Alle klingen der Welt. Schwester Ken, die trägt die Krone. Schwester fängt den Affenfeld. Ich bin kein Äffchen. Die Eltern herrschen des Königs war in dem Reiche Udrogut. Sie sind zum Beispiel reist und Ken, die ist der Ober. Sie sind nicht wirklich Helden, jedoch was Besseres haben wir nicht. Im alten Griechenland war der Fabelkrieger Herkules der stärkste Held. Er war bekannt durch die Bezwingung der Hydra und das Einfangen des erymantischen Ebers. Der stärkste Held in Udrogoth ist der mächtige Barbaren-Dave. Bekannt durch Großtaten wie... Was macht er da? Ich zerquetsche Baumstämme, um aus dem Holz Stoffe zu machen. Ja, das wird ja so hübsch, Kinderchen. Ach, ja, also, bekannt durch Großtaten wie das Herstellen von hübschen Stoffen. So eine Kraftverschwendung! Holz für Stoffe zu zerquetschen, Eisen zu verbiegen, um eine Laube zu bauen. Für eine Zitronenpresse haut er mit bloßen Händen Granit. Jämmerlich ist das alles! Wenn wir in unserer Gartenlaube unter einer schönen Holzstoffblende sitzen und eisgekühlte Limonade trinken, dann dankst du es mir. Lu! Hey! Wenn ich so stark wäre wie du, würde ich nicht so einen Quatsch veranstalten. Ich würde große Dinge zertrümmern und Schätze finden, Sachen zerquetschen und noch mehr zerquetschen. Ich hab satt, ein wehrloses Mädchen zu sein. Eine Lieferung. Ah, da, 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 da! Ein Brief von Mama und Papa. Nein, nicht doch. Das ist Papas Schrift. Oh, die kann doch kein Mensch weit und breit lesen. Meine liebe Familie. Das sieht aus wie eine miese Schlabiele. Versteck die Lederhose. Verleg diese Jägerlose. Was soll das, hä? Denn die Hose ist nämlich sehr gefährlich. Denn die Lose sind wirklich unerklärlich, heißt das, oder? Liebe und Küsse, euer Papa. Hiebe und Flüsse, euer Papa. Hiebe und Flüsse auch für euch, mein lieber Papa. Ich vermisse euch auch so sehr. Ah, coole Superhose. Könnte mal ein Renner werden. Oh, ist ja so hässlich, dass ich nicht hinsehen kann. Okay, ganz ruhig. Ruhig? Denk einfach an Blümelein, Schmetterlinge, neue Schuhe oder vielleicht an unbegrenzten Kredit. Das ist schon besser. Ah! Feng, hast du schon wieder nach Schätzen gegraben? Ja, ein wenig schon. Hilf mir hier raus. Was ist passiert, Feng? Du bist auf einmal so stark, wie du riechst. Das ist ein Zufall, hä? Ich hab mir gewünscht, richtig stark zu sein, und jetzt bin ich es. Ja, Feng, irgendjemand scheint dein Schicksal zu steuern, dein Leben in eine vereinfachte Geschichte zu verwandeln. Ist das nicht verrückt? Halt! Ist das nicht verrückt? Ist doch mein Text! Verflixt! Das liegt an der Hose, die sie uns geschickt haben. Das muss eine Art magische Superkrafthose sein. Ich wusste, dass die Erklärung dafür ganz simpel ist. Sieh dich vor, Welt! Feng, die allmächtige Barbaren, ist da! Und so beginnt für Feng eine Reihe großartiger Abenteuer. Sie zerschmettert Dinge. Sie zerschmettert andere Dinge. Sie zerschmettert Dinge, die, obwohl sie den Dingen sehr ähnlich sind, die sie zuerst zerschmettert hat, definitiv nicht dieselben Dinge sind. Sie klaut Schätze aus antiken Tempeln. Nun preiset den großen, großen Etabu, den, der alles und jeden sieht. Bruder, seht nur! Den, der nur die Hälfte sieht. Nanu! Sie kämpft gegen teuflische Monster. Au! Du hast mir die Nase gebrochen, nun ist sie gerade. Siehst du, Monster dürfen keine geraden Nasen haben. Und jetzt muss ich zum Schönheitschirurgen. Entschuldige, das tut mir ja so leid. Wenn ich das wieder gut machen dürfte. Wow, danke, das ist... Eingefallen!
Oh, das ist aber wirklich sehr böse von dir. Ja, böse. Achtet auf die gebogenen Augenbrauen, die spitzen Ohren, die roten, glühenden Augen. Feng hat sogar ein böses Lachen entwickelt. Hey! Ich weiß, dass ich jetzt böse bin, aber die Nummer mit dem Bahaha bringe ich nicht. Nein, nein, niemals, auf keinen Fall. Das hasse ich. Du kriegst auch was Süßes. Braves, böses Mädchen. Okay. Wozu die Augenbinde? Damit ich nicht aus Versehen Fangs Hose sehe, Dave. Findest du wirklich, dass im Augenblick die Hose an Fang das Hässlichste ist? Mama und Papa sind in der Kristallkugel aus dem fernen Paradies? Und danke, Fuffy. Hi, Kinder. Wir bekämpfen gerade ein Vulkanmonster auf Hawaii. Sie trinken hier Kokosnussmilch. Und wie geht's euch allen so? Doch, ganz gut. Wir wollten nur wissen, ob die Bekleidungsbestie von Igornsack angekommen ist. Diese Bekleidungsbestie, sag mal, ist das vielleicht zufällig eine Lederhose? Natürlich nicht. Sehr beruhigt. Es ist das reine Böse in Form einer Lederhose. Barbarisch. Wisst ihr, die Bekleidungsbestie hat die Macht über jede Person, die diese Hose trägt, weil sie sich an den Menschen rächen will, der sie damals eingedreckt hat. Sag mal, wer hat die Hose schmutzig gemacht? Weißt du das noch? Oswich. Was ist? Das hört sich ganz nach dem Vulkanmonster an. Hallo. Wiedersehen. Die Hose ist mir gleich bekannt vorgekommen. Tatsächlich hatte Oswitsch die Lederhose vor langer, langer Zeit gesehen. Ja, Oswitsch, sieh dir diese Lederhose an. Sie gibt mir eine Superkraft, aber sie macht mich auch allmählich ganz böse. Hey, die ist wirklich hip, bist du ein bisschen eiser. Ach, mach dir keine Sorgen. Eis gibt ja keine Flecken. Aber natürlich gab es doch welche. Und wie jeder weiß, können sich Hosen auch richtig ärgern. Und jetzt werde ich mich rächen! Ha! Ich hätte schwören können, dass Fang dieses Bohaar nicht tut. Sie hasst das! Onkel Oswitsch, laufe! Und so beginnt eine actiongeladene und äußerst teure Verfolgungsszene. Ja, seine Flucht führt ihn um die ganze Welt. Auf der Suche nach etwas. Auf der Suche. Auf der Suche. Oh Mann. Eine wilde Bestie, die alles zerschmettern und zerstören will. Warte, doch, das bist du. Muss gegen Lederhose ankämpfen. Muss ich selbst sein. Muss hier, müssen ja über 30 Grad sein. Könnte mal jemand die Klimaanlage anschalten? Muss ankämpfen. Du schaffst es, Feng. Du hast einen freien Willen. So steht es jedenfalls im Textbuch. Ich habe einen freien Willen. Ich. Sieht aus, als wäre es Zeit, Rache zu nehmen! Was sollen wir denn jetzt nur tun? Tja, mal überlegen, wie bekämpft man denn ein Kleidungsstück? Du sag mal, spinnig, oder sind wir hier schon 50 Mal vorbeigerannt? Ha! Ich weiß, wie wir das Monster besiegen! Okay, viel Glück! Ha! Sieh mal her, ich hab hier nämlich deine Waschanleitung! Er hat meinen Schwachpunkt erwischt. So wie ich's erwartet hatte. Du darfst nur kalt gewaschen werden und auf der Leine trocknen. Wieso badest du? Wir haben eine böse Hose zu bekämpfen. Ich war von der Verfolgungsjagd so verschwitzt. Ich laufe ja völlig ein. Fang, ist denn alles okay? Natürlich nicht. Sag mal, was macht ihr denn hier? Die Lederhose vernichten. Hurra! Sie zieht an meine Augenbrauen! Sie zieht an meine Augenbrauen! Stellt sie in den Trockner und schaltet auf die höchste Stufe.
Wäschetrockner wurden doch nicht erfunden. Ach, na und, ihr könnt ja auch den Föhn nehmen. Ich laufe ein. Ach, wie traurig. Naja, einen Trost habe ich. Wenigstens ist der Fleck nicht mehr da. Nicht mehr schmutzig. Dann kann ich die Augenbinde wieder abnehmen? Klar. Onkel Oz wird fast nackt! Onkel Oz wird fast nackt! Die Haare gerücken, nicht wahr? Ach, Dave, ich wollte so wahnsinnig gerne stark sein. Und am Ende hat gar nicht die Stärke gesiegt. Es war nur wichtig, auf die Waschanleitung zu achten. Und du hast auch was gelernt, Fang. Ja. Ja, und zwar, dass du sehr empfindliche Augenbrauen hast. Au, meine Augenbrauen! Hey, wozu stark sein, wenn man einem starken Jungen Befehle erteilen kann? Zerschmettern! Au, ja, ist gut. Und den zerschmettern? Meine Augenbrauen! Und das zerschmettern? Ja, mach ich. Und den da auch? Au, meine Augenbrauen! Barbarisch! Alles friedlich im Königreich. Friedlich im Königreich Udro. Im Königreich Udrogo. Oh, ich verstehe. Es ist nicht alles friedlich im Königreich Udrogot, als Feng wieder mal versucht, aus Dave einen Barbarenhelden zu machen. Schon dazugelernt, Dave. Jeder Barbarenheld muss auch auf einem Pferd reiten können. Du hast mich auch festgeleimt. Huhu, ich gab dir auch einen Sicherheitshelm. Ja, Fang, du musst aufhören, solche Sachen mit mir zu machen. Ja, sicher. Natürlich. Aber Fang hört nicht auf. Sie findet, dass ein Barbar üben muss, Todesfallen zu entkommen. Die erste Todesfalle ist eigentlich mehr ein Ärgernis. Das Becken voller Walrosse ist nur bedingt tödlich. Doch die dritte Todesfalle bringt das Fass zum Überlaufen. Schluss jetzt! Nun reicht es mir, Fang. Hör auf, mit meinem Leben zu spielen. Wenn du noch so eine Nummer abziehst, dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Ich aber. Dave, du solltest sie einfach zu Frau Blaustrumpf schicken. In die Schule von Frau Blaustrumpf für süße kleine Mädchen will ich nicht. Und nun, liebe Kinder, lernt ihr, wie man richtig Tee zubereitet. Und danach werden wir unsere Puppen anziehen. Ja, Frau Blaustrumpf, was für eine tolle Idee. Ja, pädagogisch wertvoll und doch böse. Oh nein, nein, schick mich bitte nicht dahin, Dave. Gut, ich schick dich nicht dorthin, wenn du aufhörst, mit meinem Leben zu spielen. Ja, versprochen, barbarisches Ehrenwort. Ich werde nie wieder mit deinem Leben spielen, ist okay? Von heute an. Dave versorgt die Pflanzen, mit denen er nächste Woche an der Blumenausstellung teilnimmt. Eine Art Immergrün mit dem Namen Purpurwinkies. Also, ich weiß, was dir gefällt. Ein bisschen schöne Musik. Er verbringt die ganze Zeit mit diesen Winkies, anstatt Minotauren zu Marmelade zu verarbeiten. Halt! Wenn sie schneller wachsen würden, dann hätte er mehr Zeit für barbarische Dinge. Ha! Naja, das wär's doch. Dein Zauberstab, sehr gut. Verflixt. Kindersicherung. Er muss doch was haben, irgendwas. Na, mal sehen. Der magische Schlüssel, die magische Feder, der magische Frosch. Ich bin nicht magisch, ich meine Quark. Aha, der magische Wachstumskies, klasse. War das zu wenig? Treffen. Ich möchte wissen, ob Dave das auch als lebensgefährlich bezeichnen würde. Hm? Treffen. Fang, du hast meine Pflanzen wachsen lassen. Wie schön. Dafür kriegst du Kuchen. Nein. Es wird so ablaufen. Treffen. Fang, du bist ungezogen. Frau Blaustrumpf wird dir die schlechten Zeichnungen austreiben. Fang? Heiliges Sahnerinderhack auf Toast. Nun sitze ich aber ganz schön im Sumpf. Fang, was... Hey, hast du zugenommen? Ja, Dave, ein wenig, leider. Ich wollte nur meine Purpurwinkies gießen. Na, wo sind sie denn? Oh, du kannst deine Purpurwinkies auch später gießen, Dave. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch ein wenig rausgehen willst, oder? Wieso sollte ich das wollen? Weil es unten in der Hafenkneipe ein Dichterwettbewerb gibt, weißt du? Ein Dichterwettbewerb?
Der Wettbewerb ist ja toll. Na, da flitze ich doch gleich hin. Hey, lass das. Viel Spaß. Au, au, au. Hört auf zu beißen. Treffen. Oh, ich muss sie verstecken. Sie wachsen immer schneller und schneller. Feng, bist du da unten? Was ist? Ich wollte bloß meine Gedichte holen und da hörte ich was. Nein, Dave, hier gibt's gar nichts zu hören. Ist das etwa ein Erdbeben? Nein, nein, keine Sorge, das ist doch nur Daves Magen. Er hat Hunger. Ach ja? Ja, ich habe nur Taurus- und Marmeladesandwiches für dich. Jetzt geh! Geh endlich! So, nun verschwinde, iss und lies ein paar Gedichte vor und mach mich bitte stolz. Na schön, das werde ich tun. Also, ich hab doch vor Blumen keine Angst. Hey! Treffen! Lass mich sofort runter oder du bekommst einen Tritt in deine Wurzeln! Ha! Eins sag ich dir, das war dein erster und dein letzter Fehler, du kleines Blümelein, du dummes... Jetzt kannst du aber was erleben, na warte! Was ist das? Oswitch und Candy sind im Schloss mit den Winkies gefangen. Oh, was soll Feng nur machen? Wenn Dave ihr hilft, liegt es auf der Hand, dass er alles erfährt. Auf der anderen Hand ist ihre Familie verloren, wenn sie nichts sagt. Und es liegt auf der letzten Hand, endlich das Richtige zu tun. Ein Glück, dass ich nur bis zwei zählen kann, sonst würde ich jetzt langsam durchdrehen. Unterdessen findet durch einen schier unglaublichen Zufall wirklich in der Hafenkneipe ein Dichterwettbewerb statt. Und nun, Matrosen und Gentlemen, bitte ich um einen herzlichen Willkommensgruß für unseren lieben Pinky, den Seemann! Ja! Möwen ich am Himmel sah, ließen was fallen, direkt in mein Haar. Nun hat mein Kopf den Glanz verloren. Passiert das nochmal, gibt's was auf die Ohren. Recht vielen Dank. Ja, das war klasse, große Klasse! So, und nun schlagt eure Haken zusammen für Dave! Mein Gedicht ist den Purpur-Winkies gewidmet. Oh, Winky, 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 Winky. Ihr seid immer lieb und niemals stinky. Dave! Ich hab versprochen, nie mehr mit deinem Leben zu spielen, aber ich hab mit deinem Leben gespielt und die riesigen Pflanzenmonster rufen jetzt immer Treffen! Treffen! Das war wahre Poesie. So, und hiermit hast du den ersten Preis gewonnen. Du süßes kleines Äffchen. Ich bin kein Äffchen! Feng, du hast versprochen, dass du nie mehr mit meinem Leben spielen willst. Sei später auf mich wütend. Jetzt retten wir erst Candy und Onkel Oswitch. Meine Winkies, was sollen wir jetzt nur tun? Ich werde zerquetscht, Dave. Oh ja, richtig. Zu großer Kopf. Verzeihung. Was sollen wir jetzt nur tun? Tja, das werde ich dir sagen. Du fängst an zu kämpfen oder ich mach deine Makramee-Eulen kaputt! Ah, ich kämpf ja schon! Du teuflische Flora, hier, nimm dies! Lola! Ich bin 20.000 Jahre alt, David, und ungefähr so scharf wie eine Bowlingkugel. Es gibt nur noch eine Möglichkeit! Weglaufen wie die Wiesel? Nein, nein, raufklettern, Dave! Sie klettern hinauf, kämpfen dabei gegen die grausamen Ranken und steigen immer höher! Ich werde die Gans finden, die das goldene Ei legt. Zieh Leine! Das hier ist kein Bohnenstängel! Ah! Nichts passiert. Oh. Wir haben es geschafft. Barbarisch. Ah! Ja, unsere Helden werden von den schrecklichen Ranken gepackt und gequetscht, wie von riesigen Würgeschlangenranken. Würgeschlangenranken? Feng, kommst du vielleicht an meine Tasche ran? Ah! Wirf sie mir rüber! Suchen wir Candy und Oswitch. Ha! Wir sind hier, weil... Dave, wo bewahren wir die Kekse auf? In der Vorratskammer, ach so. Nein, mach dir keine Umstände, Candy. Ich hol sie schon. Und ich dachte, dass ihr euch angreift.
uns Margo und Terry angreifen wollen? Ja, sie riefen immer, treffen, treffen! Ja, weil wir uns so gern mit euch treffen wollten. Warum haben die Ranken uns dann attackiert? Ach, das wart ihr? Wir dachten, das sind wieder Blattläuse. So, und nun Kekse für alle. Fang, das hat doch was mit dir zu tun. Also, ich hab den magischen Kies von Onkel Auschwitz auf die Pflanzen getan und dann sind sie gewachsen. Wirklich? Na kommt, Haare, hallo! Ja, ich hab mein Versprechen gebrochen, aber du verzeihst mir, oder? Bitte, 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 bitte! Na gut, ich bin dir nicht mehr böse. Ach, Dave, du bist doch der Beste. Ich verspreche dir auch ganz fest, kein Reiten mehr und keine Todesfallen. Nie mehr, nie mehr! Also von heute an... Fang! Oh, oh! Und heute, meine kleinen Engelchen, lernt ihr Schriftrollen auf dem Kopf zu balancieren. Und danach lernen wir, wie man Lippenstift und Wimperntusche aufträgt. Das wird wunderbar! Das blaue Band der heutigen Ausstellung geht am Barbaren Dave für seine schönen Purpur-Winkies. Kann ich jetzt vielleicht wieder runterkommen?